Jawollo, meine lieben Leute, da bin ich wieder. Etwas komisch und so, aber wir schauen einfach mal weiter im Spiel. Hab ein bisschen was zu mir genommen. Hä? Mal gucken, wie sich das aufs Spiel auswirkt. Ich bin mal gespannt. Wir werden auf jeden Fall weitersehen. Oh yeah. Die geile Musik dazu, ey. Und dann schauen wir einfach mal geradeaus weiter. Ich habe letztens einen geilen Tipp bekommen. Ah! Don't forget your bag, Daniel. Ja, Daniel. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shame will hurt much less than dying, I assure you. Na klar. Ah, es hätte Licht um Mitternacht, ey. Ne, wie spät haben wir es jetzt? Ich guck mal auf die Uhr. 3.08 Uhr morgens. Wir schreiben es 3.08 Uhr und ich let's play jetzt gerade noch, weil ich einfach mal voll Bock drauf habe. Ich bin zwar gerade ziemlich wow, aber wir werden sehen. Machine, Edith blättert das Buch der Monarchen. Sucht nach Radierungen und zählte. 9 verschiedene Könige hatten wir schon mal den Text. Aus ganz Europa wurden mit einer Kugel in der Hand dargestellt. Und ich gehe jetzt hier rein. Hier nicht. War das hier überhaupt? Gehen wir weiter. Ich sprint jetzt durch. Hui. Ich sprinte durch, Alter. War die falsche Buchte. Ich muss wieder nach zurück. Alter, geh mal weiter hier. Hui. Oh, ey. Kopf hier stoßen. Ich muss in dieses Studentenzimmer-Scheißding. Halt's Maul. Halt's Maul. Groß nieder so rum. Hintere Halle. Professor Taylor war der Zweite, für dessen Tod er aufgrund seiner Neugier verantwortlich war. Okay. Muss ich darin? Ist besser. Gästezimmer. Er atmet schwer und versuchte nicht zu schreien. Der Medizinschrank war umgeworfen worden und lag zerbrochen auf dem Boden. Er griff durch die zerbrochene Glastür und griff nach allen Beruhigungsmitteln, die er finden konnte. Ist er gut? Kennen wir auch schon, oder? Da fällt alles zusammen. Genau, die Tür hier, die hier klemmt wegen eines defekten Schlosses. Haben wir gehört? Brechstange und dann ran da. Hä? Oh, hier gebrochen. Oh. The key. Please, let it be here. Danke für den Tipp. Ich habe jetzt, wie gesagt, nicht drauf geachtet, weil ich momentan ein bisschen dämlich bin im Kopf. Was zur Hölle? Und... Thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Oh, Alter, das Lichtband. Ich krieg ein Brecheisen. Ein Brechreiz. Aufsammeln. Ha? Ha. Öffnen, schließen. Nichts drin. Na, aber war hier unten bestimmt. Oh, ein Hemd, das kann ich gut gebrauchen. Hust. Was? 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 Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist da was? Ich mach mal Schrank auf ein bisschen. Alter, 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 was ist das? Oh Gott. Nicht bewegen. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Alter. Alter. Geh weg. Oh Gott, hab ich mich gerade erschrocken, Alter. Das könnt ihr mir nicht auf. Alter, das könnt ihr mir nicht antun auf diesen Zustand. Ich bleib jetzt für immer hier drin. Ich hab Angst. Versteck mich hier drin, bis ich sterbe. Mama, ich werde sterben. Ich schreibe schon mal einen Brief an die Wand. Mama, ich werde sterben. So. Jetzt gehe ich raus. Mama kommt sich verarscht vor. Habt ihr das gesehen? Das war doch nicht dieser Zombie, den wir vorher gesehen haben. Das war irgendwie so eine mumifizierte Mumienmumie. 4th of July, 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea.
The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Ich merke gerade, ich habe meinen komischen Bassboost noch an. Ich mache den mal eben schnell aus. Muss kurz auf den Desktop, bla 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 bla. Bis gleich. Da bin ich wieder, Leute. Also, wir sehen uns weiter um. Ich hoffe, der Zombie kommt nicht wieder. Halt's Maul. Nee. Hier ist nix. Hier war ich ja auch schon. Scheiß Zombie, Kack, Arsch. Penis, Pups. Am nam nam nam. Das heißt, ich muss jetzt unten rechts doch in den Keller gehen. Wenn da irgendwas Gruseliges kommt, dann habe ich keine Lust mehr. Geh bitte. Ärzchen und dann darunter. Lagerraum. Schön. Der merkwürdige Brief erschrak ihn, aber es war auch der einzige, der ihn etwas ermutigte. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du abgrundtiefe, großartige, behinderte Scheiße. Ich sehe gerade nichts mehr. Ich mach mal hier Licht an. Alter, man sieht nichts. Ah, Truhe. Bringt nichts. Guck ich mir mal im Journal um. Memorandums. Dunkelheit im Lagerraum ist merkwürdig und unnatürlich. Ach was. Sind nicht nur irgendwie zufällig Zombies oder so? Nicht. Komm hier nicht her. Alter, er kommt. Fick dich. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Alter. WTF, bitte nicht. Oh Gott. Der ist in der Dunkelheit verschwunden. Nein, nicht Licht anmachen. Der Kopf rinnt und die Hände zittern. Alter, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Bitte nicht. Oh Gott. Alter. Der ist da lang. Da, wo ich lang muss. Ist hier nichts. Okay. Ungewöhnlich eklig, dieses Spiel. Jetzt ist wieder Kindergeheule. Alter, wie krass kann ein Spiel sein? Bitte, 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 bitte. Lässt sich nicht bewegen. Okay. Ein Stoßtrommel verhindert ein weiteres Durchkommen. Lagerraum. Finde einen Weg hindurch zu kommen. Da hat man eine Frau. Alter, das ist doch krank. Dieses Spiel ist doch einfach nur pervers, eklig, ohne Scheiß. Dieses Spiel ist einfach nur pervers. Oh Gott. Instrumenta.
Alter Schwede. Oh, hör auf zu heulen, bitte. Ist zugerostet, na schön. Wie herrlich ist das denn? So. Ein bisschen helleres Dingeling-Ding. Ah. Ich sehe nichts. Ah, da unten. Bezüglich explosiver Mischung. Alexander, ich habe den Sprengstoff vorbereitet. 3. 2. 1. Ihr habt Zeit zu pausieren und zu lesen. Bitte tut es. Ich tue es nicht. Genau. Weil, ihr wisst ja, wenn ihr jetzt planen, ist sowas für manche Leute uninteressant. Wenn jemand das haben will, dann soll er es lesen, aber ich tue es nicht. Weil, wie gesagt, ich will hier schnell durch. Ich hasse dieses Spiel jetzt schon. Verdammte Scheiße, hasse ich es. Alter Schwede, jetzt ist es so verdammt gruselig, Mann. Es ist der Wahnsinn, ohne Scheiß. Es ist der Wahnsinn, obwohl ich, ne? Es ist so gruselig, Mann. Wie komme ich da jetzt durch? Ah, Zunderbüx. 21, klar. Zunderbüx. Ich muss doch hier irgendwo durchkommen. Verdammte Scheiße. Ja. Krieg Warnverstellungen, es macht mir Spaß. Mann, Alter, hör auf zu heulen, du. Es lässt sich nicht bewegen. Ah, Maschinenraum. Ich gehe mal oben gucken. Da ist bestimmt was offen. Im Machinarium. Ja, hochgehen, hochgehen, hochgehen. In den Hauptraum. Hintere Halle. Genau. Oh, ich bin gerade so übelst gespannt bei diesem Spiel, ey. Mach auf. So, ich guck mal kurz, ob es gleich wie spät ist. 3:21, ne, ich gehe gleich offline. Ich gehe noch in die Maschinenhalle, ins Maschinarium und dann ist gut. Zack. Und Rinder. Der merkwürdige Brief erschrak ihn, aber er war auch der Einzige, der ihn etwas ermutigte. Okay. Ist gruselig, gefällt mir. Er bekommt Warnvorstellungen, ist schön. Hier ist doch Licht, Mann, Alter. Hier ist Licht. Lampe. 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 Siehst du das nicht? Lampe, die wankelt sogar. Auf zu heulen, Mann. Ich mach Pause und morgen mache ich weiter. Bis denn, Leute. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Und nochmal tschüss. Ah. So, jetzt reicht's aber. Genug. Tschüss.